Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening auf dem Game Boy. Und natürlich beim Sockenclub. Mein Name ist wie immer Kayasha. Und heute machen wir uns auf den Weg zu Dungeon Nummer 3. Es sollte eh ganz klar sein. Da müssen wir allerdings vorher noch jemanden besuchen, bevor wir da hinkommen. Aber wir lassen uns natürlich von den listigen, lustigen Gegnern hier nicht abschrecken. Da ich ja eh weiß, wo ich hin muss. Ja, da werden wir auch noch durch müssen. Durch diese ganzen Büsche hier links und oben und so weiter und so fort. Das ist übrigens mein zweiter Versuch, diesen Part hier aufzunehmen. Beim ersten Versuch hatte ich übelste Frame-Einbrüche, weil ich nebenbei noch was verschoben habe auf meiner Festplatte. Ich wusste gar nicht, dass das so viel Kapazität zieht. Entschuldigung. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an. Aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von den Monstern verzaubert und zwangen mich, das Schloss zu verlassen. Ich musste in die Villa fliehen. Aber er möchte den Schlüssel zu Urunga-Stempel. Ich kann ihm helfen für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flut verloren habe. Ja! Gut, aber um ehrlich zu sein, es sind genau 5 Blätter. Und ich will alle. Er sollte sich eine Schaufel kaufen. Mache er sich nun auf den Weg. Ja, super. Erst hieß es ein Blatt, jetzt sind es 5 Blätter. Da sind heißt es wahrscheinlich nur 12 Blätter oder sowas. Ich dachte, das ist ein Tüte. Naja, was soll's. Wie ihr seht, mir fehlen nicht mehr so wahnsinnig viele Rubine. Dann kann ich mir endlich den Bogen leisten. Da freue ich mich schon drauf. Bogen, einer der stärksten Waffen. Das ist übrigens das Schloss, wo wir hinwollen. Aber die Zugbrücke ist oben und das heißt, wir kommen leider nicht auf dem Weg dorthin, aber hier finden wir einen netten Affen. Affen mögen natürlich Bananen. Oh, haben wollen! Du Kiki geben? Natürlich! Oh, Kiki freut sich! Affen, kommt bedanken! Guck mal, einfach mal die ganzen Affen her. Ist das Rotarsch-Paviane? Ich weiß es nicht. Geschäft erledigt. Tschüss. Kiki, kiki, kiki. Du hast einen Stock gefunden, den einer der Affen zurückgelassen hat. Du nimmst ihn. Jawohl, das ist unser nächster Tauschgegenstand. Dieser lustige, listige Stock. Ich weiß natürlich, wie wir ins Innere kommen. Sollte eh klar sein. So, hier wollte ich euch jetzt das zeigen, was... Naja... nicht ging. Im Wurmpalast, wenn man auf Gumpas draufspringt. Ich bin ja wieder da. Nein, okay. Ich muss was anders. Wenn man auf Gumpas draufspringt, hinterlassen sie Herzen. Wenn man sie mit dem Schwert haut. Hier nochmal ein Herz. Schwert hauen. Okay, scheinbar doch nicht immer. Eigentlich sollten sie dann einen Rubin droppen. Aber irgendwie nicht. Naja, was soll's. Gut, hier ist direkt die erste Herausforderung. Nein! Ach, Scheiße. Boah, ich sollte doch mal ein bisschen mehr Skill einsetzen. Ah, du hast ein goldenes Blatt. Habe ich überhaupt Skill? Ich weiß es nicht. Ah! Bist du wie? Und ein Herzchen. So, Dalle. Von diesem Raben, der da auf dem Baum sitzt, bekommen wir auch ein Herzteil. Aber die Frage ist, wie kriegt man den da runter? Da habe ich auch beim allerersten Mal auch ziemlich lange gesteckt. Man muss einen so einen Stein hier nehmen und quasi dagegen schleudern. Und dann bekommt man das goldene Blatt. Okay, das sind bereits alle, die man außerhalb der Burg findet. Jetzt müssen wir ins Innere von Schloss Canaland. Sieht so ein bisschen Dungeon-mäßig aus. Man könnte es vielleicht als Mini-Dungeon betrachten, ich weiß es nicht. So, erstmal den Mauscursor weg. Ah, du hast ein goldenes Blatt und ein Herz. Schönes Ding. Boah, Fledermaus.
das hat sich angehört, als sei das Burgtor aufgegangen. Du kommst so leicht nach draußen. Ja, das ist gut so. Das verkürzt den Rückweg auf jeden Fall ungemein. Okay, hier bekommen wir auch ein goldenes Blatt. Hier brauchen wir Bombe. Es ist auch nicht unbedingt ersichtlich, dass es so geht. Also da muss man schon ein bisschen nachdenken. Gut, ich glaube, es hätte gereicht, wenn man jetzt nur den Link gemacht hätte, aber der Komplettheit halber. Zack. Okay, das war Nummer 4. Und Nummer 5 kriegen wir von dem Willi hier rechts, aber dann müssen wir noch einen kleinen Umweg machen. Und zwar hier durch. Hier, das habe ich auch am Anfang nicht gecheckt. Das Rätsel wird uns noch zwei, dreimal öfter begegnen. Genau. Herz, ich glaube, hier filmen wir. Genau. Am einfachsten ist eigentlich einfach Wirbelklinge aufladen und eigentlich noch mit dem Schild zu arbeiten, aber es geht nicht so. Du hast auch das letzte der goldenen Blätter gefunden. Jetzt solltest du noch einmal Richard aufsuchen. Wegen des Schlüssels. Ich hoffe, der Alte gibt mir den noch gleich. Außer der hat dann wieder eine Aufgabe für mich. Ist ja nicht so, dass ich hier schon genug getan hätte auf dieser blöden Insel. Kann ich es erwähnen? Die Insel heißt Kokolind, aber es wird auch genannt im ersten Part oder so. Von irgendwem. Das ist ungefähr schon, boah, 3 Monate, Quatsch, 3 Wochen oder sowas her, als ich den ersten Part aufgenommen habe. Kann leider aus persönlichen Gründen jetzt erst weitermachen, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Dieses meisterhafte Spiel verdient es auch, dass man sich eben nicht beeilt. Ich beeile mich eh schon genug. Und mache vieles, was ich, naja, was anders angedacht war, wäre, wie auch immer. Ewig lange Weg. Also manche Screens hätte man auch durchaus rauslassen können. Ui, ein Loch unter Busch. Was habe ich denn jetzt gesagt? Naja, okay. Ah, sehr gut. Er hat alle Blätter finden können. Schiebe er diese Truhe hinter mir zur Seite und er findet, was er gesucht hat. Juhu, ich habe eine Treppe gefunden. Ich habe eine Treppe gesucht. Juhu. Und natürlich habe ich Blobs gesucht. Wer hat keine Blobs gesucht? So, ich glaube, hier ist eine Falle. Na toll. Ja, es ist nicht der Blob, der mich jetzt gerade ins Loch geschubst hat, sondern... Oh, nee, es gibt doch eine Zaubermuschel. Okay. Dann war es doch keine Falle. Ja? Okay, alles klar. Es ist eine Falle. Arr. Okay. Hier gibt es einen Weg, der einen ziemlich außenrum führen soll, aber... Mist. Ich denke, ich kenne da auch einen etwas kürzeren. Ah, verflucht! Was mache ich denn? Ach, scheiße! So, eigentlich sollte man wirklich ganz außenrum gehen. Aber da ich Skill habe, naja, oder auch eben nicht... Weiß ich, wie man einen etwas kürzeren Weg hier gehen kann. Cool! Mit dem Schleimschlüssel öffnet sich das Tor in der Urunga-Steppe. Sehr cool. Es gibt auch einen Weg, da kommt man hin, aber nicht wieder zurück oder irgend so. Ah, das war Skill. Okay, zack, wieder zurück. Ist ja auch toll, er schickt uns hier erst noch durch irgendwelche Höhlen, bevor wir das kriegen, was wir von ihm hätten ausgehändigt bekommen sollen. Weil wir ja für ihn diese scheiß Blätter geholt haben. Ist auch ätzend nicht. Bah, so. Zack. Wie habe ich das jetzt gemacht? Den Schlüssel da reingesteckt. Naja, was soll's. Zack, und da waren wir schon. Da geht's dann links wieder zum Möwendorf, aber das wissen wir ja schon. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg zum dritten Dungeon.
diese Soundprobleme, die sind echt nicht schön, kann ich nur sagen. Die sind wirklich nicht schön. Ich weiß auch echt nicht, wie ich die beheben soll. Habe ich keinen Plan. Also, wenn sich jemand mit diesem Virtual Boy Advanced Dingens Simulator auskennt und weiß, woran das liegt, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es wirklich nicht. Und Einmarsch! Level 3. Teufelsvilla. Der Name ist schlimmer als das Dungeon selbst. Ja, hier nehmen wir mal das Schild. Es wird uns hier gute Dienste leisten. Naja, oder auch nicht. Mit dem Kleidschlüssel lässt sich was hier ins Schloss öffnen. In diesem Dungeon gibt es fast ausschließlich irgendwelche Schlüsselrätsel. Hier ist eine Falle drin. Warte, okay, komm ich natürlich nicht hin. So, in jedem dieser Räume, beziehungsweise in einem nicht. Also unten, links und oben würden wir einen kleinen Schlüssel bekommen. Wir müssten ein kleines, naja, Mini-Rätsel, nicht unbedingt, aber wir müssten halt einigermaßen schwere Gegner bekämpfen. Aber da ich weiß, dass es hier weitergeht, sparen wir uns das. Na, nämlich diese komischen Vogelgegner sind das und die sind nicht so ganz so einfach zu besiegen mit dem momentanen Stand der Ausrüstung. Aber das ist alles überhaupt gar kein Problem. Denn ich spare mir diese Räume einfach und mache so weiter, wie sich das gehört. Man sieht es nicht, ich weiß es, aber hier kann man sprengen. Ach, ich lasse die Bombe gleich mal sprengen. Ha, über diesen Abgrund kommen wir aber leider noch nicht rüber. Da fehlt uns noch ein Gegenstand zu, den wir auch gleich bekommen werden. Hier wäre auch übrigens ein Pfeil auf dem Boden, der uns hinweist, dass wir da sprengen können. So, bevor ich oben weitergehe, mache ich hier erstmal den Zwischenboss. Aber ich glaube, hier unter den Vasen gibt es noch eine Bombe. Ja, genau. Wunderbar. Denn für den Zwischenboss, der hier oben auf uns wartet, brauchen wir Bomben. Es sind die allseits bekannten und beliebten Dodongo-Schlangen. Ich stelle mich hier gerade an wie der erste Mensch. Dreimal getroffen von dem alten Viech. Mal Bomben reinlegen. Gott. Na? Ist das denn wahr? Und der was geht, der was geht. Toll. Los! Zack. Und das war's. Hier haben wir auch gleich den Teleporter. Zum Televoxeln. Nein, es ist natürlich kein Televoxel, es ist ein Teleporter. Du besitzt jetzt ein paar neue Pegasus-Stiefel. Damit kannst du rennen, wenn du den Knopf gedrückt hältst. Genau, und mit den Pegasus-Stiefeln können wir auch diese Steine hier kaputt machen. Und wenn wir das Schwert ausgerüstet haben, fährt Link das Schwert zusätzlich automatisch auf. Aus. Mit den Pegasus-Stiefeln können wir nun auch über drei Löcher springen. Wie auch immer. Drei Kachellöcher. Zwei geht auch ohne. Aber 3 geht eben nur damit. Endlich, mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Hab ich den auch schon. Sehr schön. Ja, hier sind jetzt die etwas nervigere Variante der Bob-Ombs. Natürlich auch altbekannte Gegner aus Mario. Heißt glaube ich Bob-Ombs, oder? Ja, ich glaube schon. Und der Kompass, mit dem Dungeon schon fast durch und dann bekommen wir den Kompass. Aber das macht ja nichts. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Und hier können wir sprengen. Ich bräuchte bald mal wieder neue Bomben. Unsere Hauptaufgabe ist es jetzt allerdings, noch ungefähr 10 Trilliarden Schlüssel zu finden. Die werden wir noch alle brauchen. Sprengen. Das ist aber auch alles nicht weiter schlimm. Nein, nicht schon wieder.
Ich hasse diese Viecher. Wie auch oben dieser kleine Knopf reingeht. Je näher sie an der 1 sind, beziehungsweise am Sprengen. Naja, gut. Denn hier sehen wir so eine Art... nicht wirklich eine Spirale, aber... Wenn man hier auf jeden Fall hochgeht, dann braucht man 3 oder 4 Schlüssel. Nee, ich glaube insgesamt sind es 4. Oh ja, genau diese Viecher habe ich unten eben gemeint. Am besten... Naja, man springt schnell ran oder man nimmt die Pegasus-Stiefel und kombiniert das Ganze halt mit dem Schwert. Nee. Okay, das will ich jetzt nicht haben. Kriege ich das so hin? Natürlich nicht. Wie wir sehen, das Schwert macht auch doppelten Schaden, wenn wir mit dem Pegasus-Stiefel rennen. Das ist ziemlich toll. Das ist so toll, dass es kaum zum Aushalten. Oh ja, ein Teil der Macht. Ich hoffe, das behalte ich jetzt bis zum Endboss. Dann geht der nämlich eine ganze Ecke schneller, kann ich euch versprechen. Aber nicht, wenn diese scheiß Pop-Ops hier wieder sind. Ah! Viel mehr als verstecken kann man da nämlich nicht machen. Hier ist die Karte. Und wenn wir Start drücken, wir erkennen, es ist ein Schlüssel und ein Schlüsselloch. Passt zu diesem Dungeon auf jeden Fall, denn nirgendwo braucht man so viele kleine Schlüssel wie hier. Wie viel haben wir denn? 3, okay. Einer fehlt uns noch mindestens. Ich weiß auch, wo wir den bekommen. Dann fehlen uns, glaube ich, noch ein paar Rubine hier in diesem Dungeon. Das hätten wir oben die Pegasus-Stiefel übrigens nicht geschafft. Also sonst hätte uns das Ding hier irgendwo runterkatapultiert. Mache ich die 3 Rubinkisten auf? Nötigenfalls mache ich das nächste Mal ein bisschen Glücksspiel. Damit ich mir dann den Bogen leisten kann. Ach ja, okay. Hui, bam! Ja, da guckst du doof. Voilà. Nein, das ist nichts. Ah, da kann ich ja gleich. Two of Kind! Bam! Hol ich mir noch mal das Ding hier. Aber ey, ich muss nicht mehr treffen. So, wir kriegen hier jetzt noch einen kleinen Schlüssel. Der ist dafür gedacht, dass man noch in diese Räume unten in dem anderen Kellerbereich öffnen kann. So, hier brauchen wir natürlich die Pegasus-Stiefel. Nee, ich bin da, du kannst mich nicht sehen. Ich weiß aber, wie du runterkommst, du Drecksack. So, den haut man jetzt einfach so lange, bis er sich anfängt so zu teilen. Da muss man genau jetzt mit dem Pegasus-Stiefel durchrennen. Der Rest ist Routine. Na toll, glaube ich nicht. Okay. Das war es gerade schon mit meinem Teil der Macht. Und das war's mit dem Boss. Und wir haben die erste Reihe Herzen voll. Und das ist das Nixenglöckchen. Was das Nixenglöckchen erhalten? Sehr, sehr cool. Das sieht sich alles wunderbar in diesem Part aus. Und ich habe schon wieder Soundprobleme. Natürlich. Hervorragend. Wasserfall! Im Wasserfall ein Geheimnis nicht. Oder so. Ähnlich. Was weiß ich. Und die Eule darf natürlich nicht fehlen. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolin wieder verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste. Die schwarzen, monströsen Einwohner der Wüste werden dir den Weg weisen. Ich sage nur, naja, ganz dicht bist du auch nicht unbedingt. Okay. Das war's für diesen Part. Warum es im nächsten Part musikalisch wird
Und was ein Walross damit zu tun hat, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Macht's gut!